Willkommen zum Motor Circle. Ja, meine lieben Freunde, begrüße ich euch auch. Das angespielt dazu. Tap once to jump. Double tap to flip. Jump over the obstacles. Ah ja, okay, cool. Das ist wie... Oh, wie hieß denn das, das andere Spiel? Ups. Ich wollte doch zweimal klicken. Ah, wollte er jetzt nicht unbedingt. Auch nicht, okay. Manchmal geht er dann nicht. Oder ich muss es schneller... Okay, ich muss schneller klicken. Perfekt, ich weiß, danke. So bin ich halt, ne? Perfekt wie immer. Okay, sie haben uns ein paar Regeln erklärt. Oder wie das Spiel funktioniert. Das Tutorial. Hier unten Trophäen. Ah ja, hier kann man ganz, ganz viele Missionen absolvieren. Und hier haben wir noch ein Geschenk. Tap, der rot leuchtet. Haben wir ein Geschenk oder... Ja, wir kriegen einen Bonus und zwar 20 Münzen und in 2,5 Stunden kriegen wir wieder einen kleinen Bonus. So, tap to play. Auf geht's, wir müssen in diesem Kreis fahren. Wow. Nein, second chance, claim reward, alles klar, nehmen wir mit. Wie bitter. Wie viel kriegen wir? 5 Münzen kriegen wir immer dafür anscheinend. Ja, man muss sich ein bisschen konzentrieren. Verdammte Kacke. Okay, man kriegt immer nur 5 Münzen, egal wie viel Rekord man hält. Oder wie weit man gekommen ist. Ja, war ziemlich close. Okay, man kann wohl keine Double Flips hintereinander machen. Ging zumindest gerade nicht. Doch, könnte man eigentlich. Aber ich klicke immer viel zu langsam mit dem Double Flip. Es muss schneller gehen. Ich gehe davon aus, wenn ich in Luft bin und dann irgendwann noch einmal drücke, dann macht das. Aber macht er nicht. Nee, nee. Da muss man das vorzeitig machen. So, claim the reward. Achso, jedes Mal, wenn wir einen neuen Rekord schaffen, dann kriegen wir kriegen wir immer wieder 5 von den Münzen. Aber dann können wir uns noch neue Bikes kaufen, das ist eh nicht so relevant. Das ist nicht so, jetzt habe ich darauf geachtet, dass mein Mauscursor nicht im Bild ist. Mission complete, wir haben eine Mission erfüllt. Gucken wir mal, welche. Bestimmt 10 mal spielen oder so. Perform 5 Flips in one game, okay. Und perform 10 Jumps in one game. Kriegen wir dafür einen. Achso, ich muss alle machen. Um die 50 Münzen. Wow, das ist ja behindert. The fuck? Okay. Buy a bike, your second chance, buy a wheel. Das ist ja Quark. So, und die neuen Bikes, kann man sich nur neue Bikes mit diesen Coins kaufen, die einfach nur die Farbe oder ein bisschen modifizieren, ne? So wirklich, was bringt, tut's nicht. Komm ich hier wieder zurück. Ich muss meinen Standard wieder auswählen, oder was? Okay, alles klar. Ja, im Endeffekt zählt hier wieder nur der Skill, ne? Also... Die ganzen optischen Dinge sind ein kleiner Zusatz, damit es nicht ganz so eintönig immer aussieht. Aber im Endeffekt bringen die Dinger nichts. Das ist einfach nur ein kleiner optischer Style. Jetzt würde ich die Münze haben. Na gut. Okay, meine Freunde. Mehr beinhaltet das Spiel leider nicht. Gibt halt auch immer kleinere Apps, wenn es so große wie Bowmaster oder Idle Miner, wie die letzten Spiele hießen, gibt, dann muss es natürlich auch so kleine Mini-Apps geben, die halt nicht allzu viel zu zeigen haben. Und ich habe hier immer noch
Irgendwie immer noch blinkt da immer noch was, aber ich kann nichts machen, ne? Weil Reward gibt's erst, wenn ich alles gemacht habe. Gut, so ein kleiner Apfel zwischendurch, um seine Geschicklichkeit zu trainieren, ganz gut. Aber ansonsten, Motor Circle hat nicht viel zu bieten. Das war es angespielt gewesen. Dazu in der Videobeschreibung, meine lieben Freunde, sind die Links zum Spiel. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Angespielt. Ciao!